Name ist Adrian Capat. Ich spiele schon zwei Drittel von meinem Leben in Unihoek. Ich habe in einem kleinen Dorf angefangen, zusammen mit meinen Brüdern, und bin so eigentlich die Leidenschaft zum Unihoek gewesen. Mein Name ist Marc Tisli, ich bin 41, wohne in Bern. Da haben wir 122 Länderspiele. Ich habe 5 WMs gespielt oder dürfen spielen. Dreimal WM-Bronze gewinnen können. Ich war 5 Jahre in Schweden, habe dort tolle Erfahrungen machen und habe in der Schweiz dreimal den Schweizer Cup gewonnen auf dem Grossfeld. Und ein oder zweimal im Finale gewesen. Nie gewonnen, aber gleich im Finale gewesen und ein oder zweimal Bronze. Dann durfte ich 18 Jahre in der National bei Alligator Land spielen und dort diverse Erfolge feiern. Und in dieser Zeit durfte ich auch für die Schweizer Nationalmannschaft spielen, an 4 Weltmeisterschaften. Und ich war in dem Team, das bis jetzt das einzige Mal im Finale war und Vize-Weltmeister geworden mit 22 Jahren. Damals nicht gewusst, was wir da eigentlich für einen Erfolg dürfen feiern. Ja, spezielle Anekdote. Es gibt viel, was man erzählen kann. Ich denke, jetzt mal, der erste Cup-Sieg war sicher einer der wichtigsten gewesen, oder eigentlich der schönste vielleicht. Da haben wir dann zumal noch mit Florbal Königs gewonnen, das Nazi-B-Team, wo dann zumal gegen Kloten Bülach gewonnen hat, was es eigentlich nie gegeben hat. Und zudem hat auch nie mehr das Nazi-B-Team, der Schweizer Cup, gewonnen, was sicher etwas war, was speziell war. Ja, das ist das erste Mal mit Alligator, wo wir im Cup-Final gekommen sind, eigentlich als Außenseiter. Wir waren sehr, sehr verkrampft gewesen, und dann weiss ich noch, dass mein Blog-Kollege gesagt hat, jetzt ja, wir haben nichts zu verlieren. Eigentlich, schau mal um, das hat so viele Leute hier. Jetzt bieten wir denen einfach eine lässige Show. Und das hat irgendwie wieder Knopf gelöst. Wir haben in dem Spiel zusammen dürfen, wir haben sehr viele Punkte dürfen dabei zusteuern. Und das war wirklich ein extrem cooles Erlebnis. Wir hatten letztes Sonntag noch die letzte Meisterschaftsrunde. Da konnten sich ein paar noch warm spielen, ein paar waren im Skifahren. Aber ja, das ist einfach so ein bisschen unsere Philosophie. Es soll sich jeder so vorbereiten wie in Rot. Und es wird schon gut kommen am Samstag. Marc, ich freue mich sehr, dich wieder in Bern einmal zu sehen. Leider spielst du das mal auf der falschen Seite. Es tut mir leid. Auch der zweite Platz ist eine gute Leistung. Schön, dass Sie wieder mal in die schöne Bundesstadt kommen vom Programm Bünden oben runter. Aber außer das schönes Reisli gibt es am Samstag nichts zu holen.